Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge RimWorld. Sehr schön. Wow. Gestern ist so einiges schiefgelaufen bei den Folgen. Ja, erstens mal hier bei RimWorld. Da ja, habe ich vergessen, den Text unten einzublenden, der immer ab Sekunde 5 kommt. Ja, kleiner Geheimtipp. Ich gucke immer, dass er. Also, ich weiß nicht, ob ich das ganz am Anfang auch so gemacht habe. Aber in den neueren Folgen gucke ich immer so, ab Sekunde 5 sollte der Text auftauchen. Ich weiß nicht, wieso Sekunde 5. Ich wollte es nicht ganz am Anfang, ich wollte es aber auch nicht zu weit hinten. Ne, ich wollte, dass man es halt früh sieht, wenn man das Video einschaltet, gleich sieht, okay, da kann ich mir einen Kolonisten machen, sozusagen. Und ja. Ansonsten habe ich den Text vergessen, letzte Folge. Ich dödel. Das war Fehler Nummer 1. Und dann kam noch der zweite Fehler. Und das war, ich habe bei Prison Architect RimWorld gesagt am Anfang. Also ich habe gesagt, willkommen zurück zu RimWorld anstatt Prison Architect. Was natürlich zu meiner Verteidigung. Das Spiel sieht fast so aus wie RimWorld, ja. Und Punkt 2 meiner Verteidigung. Es war an dem Tag heiß. Beziehungsweise es ist ja die ganze Zeit heiß. Und das schlägt mir irgendwie aufs Gemüt anscheinend. Oder keine Ahnung, wieso ich das gesagt habe. Beziehungsweise habe ich auch so ein bisschen durcheinander aufgenommen. Ich habe dann eine Folge RimWorld und dann eine Folge Prison Architect. Dann bin ich wieder gewechselt zu RimWorld und dann wieder Prison Architect. Keine Ahnung, wieso. Fragt mich nicht, wieso an dem Tag war das irgendwie komisch. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Ansonsten passt aber alles. Ja. Ach ja, und dann noch der dritte Fehler. Ja, beim dritten Projekt, bei Slime Rancher. Da habe ich natürlich. Die Folge ist halt einfach zu spät gekommen. Ja, ganz einfach. Ist einfach zu spät gekommen und ich hatte gedacht, ah, scheiße. Soll hoffentlich heute nicht passieren, deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. So, wir wollten. Hier haben wir ein Lager hingemacht, hier haben wir ein Essbereich hingemacht. Ich hoffe, die kommen alle dahin. Ich meine, es sieht sehr schön aus. Vielleicht sollten wir einen schöneren Essbereich machen, indem wir sagen, wir machen tatsächlich hier die schönen Böden. Ja, Kalksteinböden. So, und dann müssen wir auch noch irgendwie eine Skulptur oder sowas hier machen, beziehungsweise ist die ja in Arbeit eigentlich. Das heißt also, diese große Skulptur soll hergestellt werden. Da müssen wir mal Happy ransetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Material dafür habe. Und wir müssen uns auch darum kümmern, endlich, 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 endlich. Obwohl, warte mal. Wisst ihr, was noch besser ist? Oh, ich will nicht alles abbrechen. Wir nehmen einfach einen Teppich. Welchen nehmen wir denn? Einen blauen. Der passt so schön. Ja, das habe ich mir gedacht. Dass er alle. Dann machen wir wieder die Stühle. Ich versuche immer mit R zu drehen wegen Prison Architect. So. Und dann natürlich den Boden. Wir machen mal. Ich meine, wie immer, wir spielen noch immer die Version. Ne? Hier, Böden sind noch nicht brennbar. Brennbarkeit 0%. Obwohl es natürlich ein Teppich ist. Und Teppich kostet ja nur Stoff. Und Stoff haben wir eigentlich genug. Deswegen machen wir einfach mal so ein bisschen so einen farblichen Akzent. Obwohl, haben wir noch genug Stoff? Ja, guckt euch das mal an. Wir haben 3000 Stoff. Wir können eigentlich den ganzen Boden aus Dingen machen. Aus Teppich. Wisst ihr was? Das glaube ich, machen wir auch. Was kostet das? 7. Hallo? So, in den Schlafräumen haben wir einfach roten Teppich. Damit die was zu tun haben. Ich meine, da, wo die Böden komplett voll sind, also hier, können wir es lassen. Und hier könnten wir theoretisch auch Teppich hinlegen. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Ja, das lassen wir so. Den Holzboden lassen wir so. Aber, wie gesagt, oben machen wir auf jeden Fall mal Teppich hin. Wir haben es ja erforscht. Wir haben ja alles erforscht. Rettungskapsel. Weltraumflüchtling. Kann der. Es ist ja keine Fraktion. Es gibt ja keine Fraktion. Weltraumflüchtling? Kann er dann weglaufen? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass Wilfred mal hierhin retten gehen sollte und den mal retten sollte. Oder sie. Camacho. Oder Camacho. Alter. Schnittbruch. Schuss. In 13 Stunden ist sie tot. Ohnmächtig vor Schmerz, Kunst und Forschung.
flatterhaft. Oh. Egal. Wir holen uns Gamacho oder Gamacho. Gamacho! Hört sich echt gefährlich an, obwohl sie halt nur so eine Kunst- und Forschungslady ist. Ich habe gar nicht geguckt, sie ist eine Novelistin, also Schreiberling, sozusagen. Hm? Oder? Heißt das? Ich weiß es jetzt gar nicht. Bevor ich jetzt was Falsches sage. Hm? Gamacho. Kümmert sich Wilfred gleich um sie? Nein, sieht nicht so aus. Wilfred? Bitte mal behandeln, bevor du hier was essen gehst, weil der geht's nicht so gut. Ne? Guckt euch das mal an, der ist richtig gut. Der macht hier wirklich hier... Wir reden hier von Kräutermedizin. Bandagiert er mit einer hundertprozentigen Qualität. Ja? Also es ist nicht irgendwie so, als hätte ich irgendwie so eine super tolle Medizin, die super toll ist und super geil und sonst was. Nein, wir nehmen hier Kräutermedizin und Oh, die gehört schon hier. Die ist schon meiner jetzt. Alles klar. Dann weisen wir ihr mal Arbeit zu. Natürlich Feuerwehr wie immer. Pflege nein. Bettruhe schalten ja. Oh, kochen. Ja, wieso nicht? Kriegst du zwei. Achso, Transport und Reinigen. Ja, gut, forschen. Es gibt nichts mehr zu forschen. Kunst kann sie eigentlich machen. Schmieden nicht. Ich würde sagen, kochen. Was dann kochst du den ganzen Tag? Fressattacke, das ist... Oh, das ist Camacho natürlich. Dich haben wir gerade gerettet. Camacho oder Camacho. Wie du auch immer du heißt. Ihr ging es eigentlich sehr gut. Die Stimmung ist echt sehr nice. Keine Ahnung, wieso sie jetzt so böse ist. Ach, und die Erdbeeren werden hier unten gelagert. Wie lange haben die eigentlich? Verdirbt in 13 Tagen. Nee. Halt. Das müssen wir ändern. Das ändern wir aber on the fly, ne? Zählt es unter rohes Essen? Vegetarisch wahrscheinlich. Bären nicht. Ja? Und dann Einstellung kopieren und fügen wir überall hier ein in die Lager. So. Damit sie die Erdbeeren hier reinbringen, weil die sind mir echt... Ist hier nicht kalt genug? Oh lol, die haben da ein neues Ding gebaut, dass ich die Zieltemperatur von 21 habe. Das habe ich nur vergessen runterzusetzen. Und keiner hat es bemerkt. Oh nein, Gefängnisausbruch. Schon wieder? Oh, Arnold nicht. Arnold ist gefährlich. Hm. Tomatencreeper. Igor. So, wenn er mich noch einmal... Hat er Granaten aufgehoben? Nee, ich hoffe nicht. Doch, hat er! Lass meinen Affen in Ruhe, du Penner. So eine Arsch... Alter Schwede. Oh, wann ist... Oh, noch 4%. Und danach wird er hoffentlich ein bisschen... angenehmer. Ja, bringt ihn mal zurück, esset vielleicht, ne? Ah, von Wilfred, alles klar. So, dann behandelt mal den Affen. Kannst du nicht den Handel beaffen? Handeln beaffen? Kannst du nicht den Handel beaffen? Den Affen behandeln? Nein, geht nicht. Wo? Ah, da. Lol, richtig. Ordentlich. Hier. Wow. Der Teppich sieht nicht so schön aus. Ich hatte den irgendwie schön in Erinnerung. Und ich hatte gedacht, der wäre schöner. So, ansonsten passt das, ja? So, innen haben wir jetzt wieder... Es fährt langsam runter. Die Affen haben irgendwie Bock, sich abzukühlen. Wie geht es dir? Ah ja, eine Prellung. Er wird trotzdem behandelt. Jetzt nur 51%. Es gibt ja an, wie schnell die heilen. Also, je besser die Qualität, desto besser heilen die. Tomatencreeper... Wie geht's dir? Oh, ganz gut. Ne? Und Camacho ist jetzt schön am Kochen. Das ist unsere neue Köchin sozusagen. Ich hoffe, dass bald die ganzen Ladungen reinkommen. Und die Teppiche sehen auch nice aus. Nice. So. Wir haben mittlerweile so viele Künstler. Deswegen würde ich sagen, obwohl 8 geht auch. Lamdara ist eigentlich auch gut. Wir haben eigentlich alles ziemlich gute Künstler. Also 8 und 7, also
11, die würde ich alle lassen. Ich habe gedacht, wir haben manchmal schlechte Künstler, weil wir echt grottige Statuen manchmal herstellen. Hier, schlecht, von Lamdara, obwohl er eigentlich so gut ist in Kunst. Mit 11, was er wirklich eigentlich gut ist. Ich habe keine Ahnung, wieso. Abscheulich, obwohl wir so oft... Okay, ist halt nur ein bisschen dreckig und so Zeug, aber dass ich das so abscheulich nennen würde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, der Raum wäre ein annehmbar. Ja, aber der Schmutz macht anscheinend viel zu viel aus. Das finde ich auch so blöd. So ein bisschen Schmutz. Stört das die Schönheit wirklich so sehr? Also ich meine jetzt, ne? Was? Wie bist du hier reingekommen? Ich habe hier ein freiwillig gefangenes Reh. Tötet das. Tötet das! Ich will es tot sehen! Ah, ja! Oh, warte mal, genau. Zone und Gebiet. Ich darf natürlich, ich muss auch das Tiergebiet jetzt wieder ändern. Diese ganze Lagerzone ist nicht mehr betretbar für ihre Tiere. Weil die sollen natürlich draußen das Gras fressen. Sieht aus wie die Wohlfahrt oder was? Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas ist. Ah, egal. Der Platz sollte reichen. So, sie töten das Reh, das passt. Tiergebiet 2 passt auch. Das ganze, die ganze Lagerzone wird hoffentlich, ne? Oh, da ist noch eine Lagerzone. Natürlich nicht. Hallo? Nein. Oh, wir haben richtig viel Sprit. 800. Wir müssen auf jeden Fall jetzt jemanden rufen. Schulzmann, was machst du gerade? Eigentlich nichts. Die Dingfeuer haben wir auch. Das passt. Das heißt, alles kann verkauft werden. Haben wir irgendein Schiff? Nee. Welche Fraktion ist denn gerade so richtig nice, dick, freundlich mit uns? Guau von der Ebene oder Eana? Ich würde eher sagen Eana. Dann bitte mal Eana kontaktieren und dann beantragen wir mal. Wir beantragen einen Großhändler. Weil wir wollen natürlich ein paar Bauteile für das Schiff endlich. Ich rede schon irgendwie 5000 Folgen von dem Schiff und es passiert einfach nichts. Das liegt halt auch daran, wisst ihr was, wir können ja den Tieren auch mal hier Zugang gewähren, solange. Haben sie sogar, alles klar. Wächst das Gras? Wahrscheinlich nicht. Doch. Es ist ja, ist eigentlich nicht überdacht. Also es sollte nicht überdacht sein. Ja. Wie sieht's aus mit dem hier Buddeln? Das passt auch noch. Wir müssten eigentlich sehr viel Stahl haben. 3200. Ein bisschen weniger, als ich gedacht hätte. So, die ganzen Stühle und sowas sind auch da. Also jetzt müssten die eigentlich immer hier essen gehen. Das heißt, wir können diesen hier natürlich deinstallieren, diese ganzen Stühle. Die brauchen wir nicht mehr. Die haben nämlich jetzt ein Gebiet, wo sie gut essen können. Wir müssen auch noch für Licht sorgen, habe ich ganz vergessen. Wie ist denn das? Das macht... macht das irgendeinen Vorteil? Anscheinend nicht. Ist nur halt farbiges Licht, aber es ist mir ja egal, ob das farbig ist oder nicht. Kostet das eigentlich extra? Nö. Dann machen wir hier eine Stehlampe und hier eine. Ja? Und dann soll das schön beleuchtet sein. Und die Leute sollten noch zufriedener sein. Und wir müssen noch mal gucken, wie es mit der Skulptur aussieht. Ist die eigentlich... Ist das schon... Nee, ist die kleine noch. Lamdara ist noch hier am Skulpturen machen. Aus was? Aus Holz? Nee, aus am Holztisch. Alles klar. Erst aber am Bäume fällen. Wir haben halt jetzt echt einen großen Verschleiß mit dem Sprit, den wir die ganze Zeit herstellen. Und guckt euch das an, wir haben 1300. Wir können ja richtig ordentlich Silber machen. Das ist wahrscheinlich die beste Methode, um an Geld zu kommen, oder? Weil, also der Treibstoff ist ja richtig teuer. Also verhältnismäßig meine ich jetzt. Ah, so, wir könnten eigentlich nochmal ein paar Tiere jagen. Hier vielleicht euch, ja. Hier diese Schildkröte, die sieht lecker aus, eine Schildkrötensuppe. Schmeckt bestimmt sehr gut. Ich habe noch nie eine Schildkrötensuppe gegessen, ich weiß es nicht. Vorratskapsel? Hä? Ach da! Nanofaser! Das ist der teuerste Stoff, glaube ich. Also der beste sozusagen. Ja. Und wir brauchen mal wirklich die große Ernte. Jetzt kommen ein paar Kartoffeln. Das passt.
Camacho hat echt wenig zu tun. Also Feldarbeit kann sie auch machen. Ne? Wenn nichts zu tun ist, kannst du auf jeden Fall noch die Feldarbeit machen. Mittlerweile muss ich sagen, haben wir eine richtig große Kolonie. Zerrissene Kleidung? Was denn? Guck mal, wie viel der an Interessen hat. Das ist halt wirklich so, dass es im Alter zunimmt, oder? Ist das eine Regel? Weil der ist jetzt 56 und dem geht's richtig scheiße. Arterienverstopfung ohne Ende. Und das kann man ja auch nicht behandeln. Deswegen, ja. Wenig Nahrung. Wieso wenig Nahrung? Es geht doch eigentlich. Also ich finde, das ist eigentlich ganz gut. 500 Kartoffeln, ne? Und ein paar Beeren. So, was wollten wir uns noch kümmern? Ich wollte eigentlich eine größere Küche. Das Problem ist, da müsste ich die Krankenstation vielleicht hier unten hin verlegen. Oh lol, wo ist denn das passiert? Oh oh, alle aufstehen. Schnell, schnell, schnell. Sehr schön. Damit unsere Nahrung auch ja nicht kaputt geht. So, Strom, die Verbindung wiederherstellen. Müssten eigentlich noch jemanden anfordern, der uns Zeug bringt. Glitzerweltmedizin brauchen wir auch noch. Müssen wir auch noch kaufen. Normale Medizin geht, haben wir genug. Also einigermaßen genug. So, Heu. Hochzeit steht an. Also erstmal Jess und Lamdara. Glückwunsch! Ich freue mich für euch. Sehr schön. Aber was? Wo? Alter Schwede. Du blödes Affenbaby. Wieso ist denn das überhaupt da rumgelaufen? Habe ich das hier erlaubt? Tatsächlich, wieso? Verschwindet von hier. Raus mit euch. Ihr Drecksviecher. Hier auch, raus. Ihr habt hier nichts zu suchen. Alles klar. Einer meiner Affen-Butler ist gestorben. Nicht so schön. Ansonsten passt eigentlich alles. Wie sieht's aus mit der Statue? Die kleine, noch immer eine kleine. Hör doch mal auf, kleine herzustellen. Kann ich nicht einem sagen, hey, Happy, bitte? Keine Materialien, daran liegt's, alles klar. Dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es wieder ein paar mehr hier Marmorbrocken gibt. Wir haben eigentlich hier vor der Haustür welche. Hier. Trag die mal rein. Die könnt ihr auch reintragen. Oder halt zumindest zur Abfallzone. Nicht unbedingt rein, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Camacho ist ordentlich am Kochen, das ist sehr schön. Oder Camacho, keine Ahnung. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr das ausgesprochen haben wollt? Camacho, Camacho, Camatatatata. Keine Ahnung. Ich muss auch ein paar Tiere verkaufen. Meine Fresse, wir haben wieder viel zu viele. Die Affen natürlich nicht, die Affen bleiben. Aber die Schweine und sonst was. Wir haben eigentlich echt gute Einnahmequellen. So, der rote Teppich gefällt mir viel besser von der Farbe her. Der sieht so ein bisschen teppiger aus. Der blaue sieht irgendwie so aus. Echt komisch sieht das aus. Wie ein Teppich. Versteht ihr, was ich meine? Nein? Ja, ich verstehe auch manchmal nicht, was ich meine. Nein, passt auf jeden Fall. Ja, ist in Ordnung alles. Habe ich kein Problem mit. Es läuft ganz gut. Ja, also ich kann mich nicht beschweren. Wir sind ja jetzt auf Bauteilejagd. Vielleicht nehmen wir noch was anderes mit. Brauchen wir vielleicht noch Plastik, obwohl 1500 Plastik. Also das ist schon nicht schlecht. Also da, da, ja, das, ja, 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 das ist, ja, 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 ich weiß gerade nicht, was mit dem los ist. So, bauen wir noch den Plastik ab. Alter, jetzt geht's aber hier ab. Großhändler von ja, ne? Das können wir noch machen. Oh, die haben nochmal Affen dabei. Was ist das noch? Was ist das da vorne noch? Ein Chinchilla oder sowas. Eine Sau ist schwanger. Der Frühling, der bringt die Babys. Ja? Ich würde sagen, das machen wir noch schnell. Mit Wilfred einfach.
Ich hoffe, die gehen hier rein und dann sage ich Riffle, oh ja, fangen wir ab, Mann. So, und wie immer gibt's einen Schnitt und wir sehen uns gleich. Deswegen, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe ein paar Tiere verkauft. Ich weiß nicht, ob es genug sind. Ich habe mir Chinchillas geholt, weil die haben weiches Fell anscheinend. Das ist anscheinend sehr weich, ja. Steht auch hier ein kleines, aber flinkes Nagetier, das für sein außergewöhnliches weiches Fell bekannt ist. Deswegen, ne, wieso nicht? Ne, nehmen wir uns mal zwei, kosten ja nicht so viel. Und vielleicht können wir, boah, gut, wir müssen die halt schlachten. Aber das können wir auch hinkriegen. Das passt. Ich glaube, die werden schneller wachsen. Normalerweise, so Nagetiere werden ja extrem schnell erwachsen. Bist aber nicht an den Weg zurückgekommen. Ansonsten ein paar Muffalos. Ich weiß nicht, ob ich genug Tiere verkauft habe, aber jetzt im Sommer und sowas ist das ja eigentlich kein Problem. Ein bisschen Fell. Die haben halt nur 12 Bauteile. Ich meine, je besser es dir geht anscheinend, desto weniger Bauteile haben die. Keine Ahnung. Und dann habe ich noch ein paar Sachen von Toten und hier und da ein bisschen Uran. Ja, 29 Uran. Extrem teuer. Aber trotzdem geht alles und ein bisschen ne, Drogen, die ich nicht brauche, Wake Up und Luciferium und Straußenleder und hier die ganzen Sachen von den Toten. Ja, hat sich alles gut verkauft, wir haben ungefähr fast das ganze Geld von denen und sie haben halt nichts, ansonsten nichts Besonderes. Deswegen würde ich sagen, passt das. Ne? Das heißt also, wir haben jetzt ordentlich Kohle, wir haben die Tiere und wir sind auch wieder am Ende der Folge. Wir haben zwei Chinchillas, das ist gut. Ihr habt niemanden als, ne, Meister. Also beim Bären von mir aus kann man sagen, hier, wer eigentlich? Oh, nimm mal Sven. Sven ist ein Nahkämpfer, das passt. Dann gehen sie beide rein und, ne, das ist nicht, oh, nicht Sven. Oh, fuck, ich hab's mit Arnold vergessen. Sven ist der Pazifist. Der hat keinen Bock zu kämpfen. Und da habe ich auf Welt geklickt, was ich auch nicht machen wollte. Nein, Tiere. So. Nicht Sven, ich habe natürlich den Arnold gemeint. Ich wollte ihn Arnold geben, meine Güte. Arnold ist ein Nahkämpfer. Deswegen, Arnold kriegt den Bären. Schauen an. Hier. Charakter. Lol. Kann ich mal Nahkampf, der ist ja richtig schlecht. Na, wer dann? Lev hat keine Waffe. Enster hat Fernkampf, der kann aber auch Nahkampf. Lamdara ist auch Fernkampf. Eigentlich niemand. Ich eher noch sagen Enster, weil Enster ziemlich gut ist im Schießen. Ah, hier, Fernkampf. Das ist mein Kampfbär. Es wäre cool, wenn man solche Rüstungen oder sowas bauen kann. Also für Tiere auch. Ja, wäre cool. Aber geht halt nicht. Gibt's aber Mods dafür. So, aber wir sind wie gesagt am Ende der Folge. Wie immer, falls sie euch gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein wenig Liebe da. Und heute hoffe ich, blende ich dann auch den Text ein, ne? Achtet mal drauf, ob ich den eingeblendet habe oder nicht. Und falls nicht, dann nennt mich einfach mal Dödel. Ja, kann ich mit umgehen. Ansonsten, ja, wie immer, ja, hast mir ein wenig Liebe, da habe ich ja gesagt. In welcher Form habe ich aber nicht gesagt. Natürlich in Form von Kommentaren, Bewertungen und Abos. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen. Das wäre super toll. Und wie immer, bis zum nächsten Mal. Euer Schulzbon.